Hallo Kollege, nächster Halt ist Freiberg in Sachsen um 11.50 Uhr. Gute Fahrt und damit recht herzlich willkommen auf der Strecke Projekt Freiberg, natürlich in Sachsen. Wir befinden uns im Train Simulator, fahren heute Baureihe 101 und ja, die Lokomotive rüsten wir dazu natürlich erst einmal auf. Eine schöne 143er mit Doppelstockwagen zieht hier an uns vorbei. Die LZB schalten wir uns auch noch ein, auch wenn wir die hier auf dieser Strecke nicht benutzen können, weil die einfach nicht verlegt ist. Die Zugsammelschiene ist auch schon eingeschaltet, die AFB schalten wir uns hinzu. So. Die stellen wir uns auch gleich mal auf 80 Stundenkilometer ein. Das ist nämlich die Geschwindigkeit, die wir hier fahren dürfen. So, die Instrumentenbeleuchtung hätte ich gerne noch. Und natürlich auch ein bisschen Licht hier im Führerstand, damit wir zumindest etwas sehen. Und dann lösen wir hier die Bremse und los geht's. So, ein bisschen mehr Zugkraft. Wir rollen hier leicht nach hinten weg. So, dann ziehen wir erstmal vor bis zum Hauptsignal, damit wir sehen überhaupt, wie schnell wir fahren dürfen. Aktuell sind das nämlich nur 40. Also streckenmäßig 80, aber wir wissen wie gesagt nicht, was uns dort vorne am Hauptsignal erwartet. Mies scheint einfach nur grün, also freie Fahrt. Aber darauf verlassen wir uns mal nicht. So, ab hier greift dann noch irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wäre auch schön, wenn wir die noch erfahren könnten. Dazu schauen wir einmal in den Fahrplan hinein. Das sind 60 Stundenkilometer. Das ist so. Ja, und da wir jetzt das Hauptsignal eindeutig erkennen können, in dem Fall hier befreien. Wie gesagt, wir dürfen etwas schneller fahren. Und ja, wir befinden uns im Fahrplanjahr 2006. Okay, uns kommt hier direkt mal ein Hochleistungscontainer entgegen. Baureihe 155. Und ja, wir fahren in den Intercity-Zug. Ich glaube in Richtung Karlsruhe. Oder? Da steht leider nicht da. Okay. Vmax auf dem Hetzdorfer Viadukt ist in diesem Szenario 80 Stundenkilometer. Okay. Wenn wir wissen, wo der Hetzdorfer Viadukt ist, dann können wir das natürlich auch einhalten. Aber das wird der extrem große Viadukt auf dieser Strecke sein. Ich glaube, der ist eindeutig zu erkennen. Aber in der Regel auch nur dann immer, wenn wir schon drauf sind. Von daher müssen wir mal schauen. Und noch eine Regionalbahn. Ebenfalls wieder Doppelstockzug. Ein 143er wieder. War das nicht dieselbe von gerade eben? Ich glaube schon. So, hier drüben eine 155 in DB Verkehrsrot. Ja, die passen einfach auf die Strecke. Das ist halt einfach die ostdeutsche oder ostdeutscheste Lokomotive aus dem Elektrobetrieb, sag ich mal. Also die Elektrolokomotive schlechthin. Ja, auf den Schienen der Deutschen Reichsbahn gab es ja nicht allzu große Auswahl, was eben Elektrolokomotiven anging. Hauptsächlich waren da, wie gesagt, Lokomotiven der heutigen Baureihe 155 im Einsatz, sowie 143, damals gekennzeichnet als, ich glaube, 243 und 250. Die Lokomotiven der heutigen Baureihe 200,
Die 155 war natürlich im Güterzugverkehr hauptsächlich im Einsatz, aber auch teilweise vor Reisezügen. Des Weiteren die Baureihe 143, damals als 243 gekennzeichnet, war sowohl im Güter- als auch Personenverkehr tätig. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon so, was Elektrolokomotiven angeht. Natürlich gab es vereinzelt noch andere, aber ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Im Bereich der Diesellokomotiven hauptsächlich natürlich die Ludmilla, heutige Baureihe 232, damals geführt als 132, werden wir bestimmt auch in diesem Szenario noch vor die Nase bekommen. Gehe ich auch stark von aus. So, BK breiter Grund. Hinten dran Intercity die Steuerwagen. Störung, das ist nicht gut. Ist aber wieder nur ein Funkloch. Ich glaube, die Türen gehen hier in der 101 nicht auf. Na, genau. Leider nicht. Ich glaube, das ist den Baureihen 145 und 146 von Virtual Railroads vorbehalten. In einigen RSSLO-Maschinen gehen natürlich auch noch die Türen auf. Ich glaube, in der Foslo G6 außerdem. So, hier unten wahrscheinlich Kläranlage oder Fischzucht. Sieht mir aber eher wie Fischzucht, wie Fischzucht aus. So, jetzt habe ich's. So, Haltepunkttafel, also kommt gleich ein Haltepunkt bzw. ein kleiner Bahnhof. Genau, Bahnhof Edle Krone. Ja, und ich glaube auch der Bahnhof Edle Krone ist ja waagerecht. Dort hat man wahrscheinlich dann den Bahnsteig angeglichen. Ui, ja, die Kurve ist aber ziemlich stark. So, dann geht's hier auch direkt hinein in den Tunnel. Und auf der anderen Seite wieder hinaus. Gar keine Tunnelbezeichnung dran. Na gut, bei Tunnels unter 500 Metern ist das auch nicht Pflicht. Ach, schön, wie sich der Zug hier durch die engen Kurvenbögen schlängelt. Immer ganz nah am Abgrund. Ja, in der Spitze des Zuges natürlich hier unsere Baureihe 101. Heutige Star-Lokomotive im Bereich des Fernverkehrs, vor allem natürlich was Intercity-Züge angeht. Die Lokomotive ist als Mehrzwecklokomotive konzipiert, kann sowohl vor schnellen Reisezügen eingesetzt werden, als auch vor leichten bis mittelschweren Güterzügen. Jedoch findet bzw. fand die Baureihe hauptsächlich, Baureihe 101, hauptsächlich im Personenzugverkehr ihren Hauptnenner. Ich glaube, vor Güterzügen ist die Lokomotive in den allerseltensten Fällen gelaufen. Wenn man die damals zu Gesicht bekommen hat, dann herzlichen Glückwunsch. Es ist nämlich wirklich eine Seltenheit. Ja, auf dem gesamten Streckenabschnitt bis Freiberg werden relativ niedrige Geschwindigkeiten gefahren. Aber so ein bisschen Ruhe und Stille ist auch mal ganz angenehm. Und ich habe mir einfach mal gedacht, ja, mit der Baureihe 101 könnten wir auch mal wieder fahren. Sind wir eben wirklich lange nicht mehr gefahren.
Ich glaube, das letzte Mal auf der Strecke Hamburg-Hannover. Und auch da hat man einen Intercity-Zug hinten dran. Oh ne, zwischenzeitlich nochmal Berlin-Leipzig, genau. Ja, auch was hier drüben den Fahrplan angeht, bitte nicht wundern, der stammt hier in dem Fall von der Strecke Köln-Koblenz. Also wer jetzt schon Hürth Kalkscheuern oder Köln-Eiffeltor gelesen hat, bitte nicht ablenken lassen davon. Ich meine, es gibt hier bestimmt auch eine Ansicht, wo wir mal. Ach nee, belassen wir einfach dabei. Ich dachte, man hätte hier irgendwo eine Standardansicht dabei, aber okay, gut. Anderes Thema. Ja, die Lokomotive, wie gesagt, gibt es bei Virtual Railroads. Ich glaube, den Intercity-Zugverband, den wir aktuell hinten dran haben, der müsste von TTB sein. Vom Train Team Berlin aus einem der Szenario-Packs. Natürlich gibt es auch von Virtual Railroads nochmal einen Intercity oder eine Intercity-Garnitur. Da gibt es sogar mehrere. Einmal gibt es ja den Metropolitan, welcher als, ja, Exklusivzug einst verkehrte, heute natürlich als Intercity Express geführt. Den hätten wir einmal bei Virtual Railroads und natürlich die normale Intercity Garnitur. Ich glaube, die gibt es sogar zur Lokomotive dazu. Oh, ein Rubel. Zwei Rubel, okay. Schauen wir uns mal an. Das ist hier so ein schienentechnisches Fahrzeug, sage ich jetzt mal, was im Bereich des Gleisbaus relativ oft zum Einsatz kommt. Hinten nochmal so ein Kran drauf. Ja, kann oder konnte man, glaube ich, jetzt gerade sehr gut erkennen. So, wir müssen auf 60 runter. Abbremsen muss ich gar nicht. Einfach nur Leistung wegnehmen, das reicht. Und dann wieder Leistung dazu, sobald wir die 60 Stundenkilometer erreicht haben. Ja, die 101 hat die Besonderheit, dass sie in den, ich sag mal, unteren Geschwindigkeitsbereichen aus meiner Sicht eigentlich relativ ruhig ist und auch sehr geschmeidig läuft. Was das angeht, ist es wirklich eine leise Lokomotive. Sobald wir dann aber in die Geschwindigkeitsbereiche bis 100 oder ab 130 kommen, bis 160 hinauf und drüber, da wird es dann vor allen Dingen im Führerstand der Lokomotive eben sehr laut. Da ist sie dann nicht mehr so leise und, ich sag mal, gehorsam. Selbiges gilt natürlich für, ja, schwere Züge. Ich würde gerne mal mit der 101er einen Güterzug fahren. Am liebsten was Mittelschweres. Eben damit wir mal so die Grenzen der Lokomotive ausloten können. Weil bisher sind wir auch im Train-Simulator wirklich nur Personenzüge damit gefahren. Einfach mal spaßeshalber einen Güterzug an den Zughaken hängen. Ja, auch wenn unser Szenario im Jahr 2006 spielt, haben wir hier auf der gesamten Strecke noch die, ich sag mal, alte Signalisierung, die alten Signaltafeln, wie sie bei der Deutschen Reichsbahn verwendet wurden. Oh, 612er von RSSLO. Nicht einsteigen. Okay, machen wir nicht. Ja, Besonderheit hier von RSSLO, wir haben hier die, ich sag mal, falsche Scharfenbergkupplung dran. In echt sind die nicht rund, sondern eher so pyramidenförmig viereckig. So, jetzt, liebe 101er, zeig uns aber mal bitte, was du kannst. Hier auch einen Fernsprecher, natürlich unbesetzt.
auf der Strecke verteilt, damit eben bei Störungen und Nichtvorhandensein von Funknetzen ja, sich hier auch im Notfall zum Fahrdienstleiter verbunden werden kann. Ja, und der heutige Tag ist sehr nebelig. Wir fahren, ich glaube, im September, also im Herbst. Wobei da Nebel eben keine Besonderheit ist. Aber die Sichtverhältnisse sind soweit relativ gut. Und auch die Aussicht ist schön. (101, 108-9). Ja, wir dürfen gar nicht so lange 100 Stundenkilometer fahren. Wir müssen dann auch gleich wieder auf 80 runter. Die Signaltafel wird uns dann entsprechend gleich wieder entgegenkommen. War eigentlich ganz angenehm, mal etwas schneller fahren zu dürfen. Naja, das Szenario wird somit ein wenig länger. Bis Karl-Marx-Stadt, das heutige Chemnitz, sind es noch ca. 50 Kilometer. Also noch einiges an Zeit, was uns hier auf der Schiene bleibt. Ui, was kommt uns da dann entgegen? Die schöne Ludmilla. Mit schönem Tankzug, VTG Kesselwagen. Ich muss schon sagen, der ist ziemlich leise, der Kesselwagenzug. Solche Kesselwagenzüge würden sich einige Anwohner sicherlich auch wünschen. Und wir können jetzt hier auch mal die Fensterverriegelung reinmachen und das Fenster schließen. So, auf 80 runter. Oh. Kam schneller als gedacht. Die 80. So. Okidoki. Dann wieder Leistung reinkloppen. Wie man das wahrscheinlich hier sagen würde. So, und in welchem Bahnhof sind wir jetzt? In Niederbobritz. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass der Ortsname annähernd richtig ausgesprochen wurde. So, kleiner Viadukt. Und da zieht sie ganz tapfer hin drüber. Mit dem Intercity-Zug am Zughaken. Ja, in die Wagenansicht können wir leider nicht. Das ist der einzige Nachteil bei dem eigentlichen KI-Material von TDB. Wir haben hier leider keine Innenansicht. Aber ich denke mal, das ist zu verkraften. Dafür haben wir eben einen relativ niedrigen Arbeitsspeicherverbrauch. Und der Train-Simulator raucht uns dann nicht ganz so schnell ab. Was ich auch an der 101er genauso schätze wie an so ziemlich fast jeder modernen Elektrolokomotive, natürlich die AFB, welche vor allen Dingen hier im ja, recht hügeligen Gelände eben immer schön und tapfer die Geschwindigkeit beibehält. Im Notfall bremst sie ab und ja, sollte der Zug zu langsam werden, beschleunigt sie automatisch.
meines Erachtens ein riesiger Vorteil im Eisenbahnverkehr. Nimmt natürlich auch dem Triebfahrzeugführer, auch als Lokführer bekannt, irgendwo, ja, ich sag mal, ein bisschen Arbeit ab. Aber umso interessanter ist es dann natürlich auch wieder, mal auf etwas älteren Baureihen zu fahren, wie zum Beispiel Lokomotiven der Einheitslokomotiven-Serie, sag ich mal, und das Ganze dort dann eben ohne AFB, wo man dann eben noch schön Leistungen per Hand aufschalten darf und noch schön im Hintergrund das Schaltwerk der Lokomotive hört. Umso mehr weiß man das dann auf modernen Elektrolokomotiven zu schätzen. Ach, 80 waren ja, alles klar. So. Ach nein, 60 wieder, ach. Da war ich jetzt etwas konfus. So. Ja, sehen wir nach einem Bauernhaus aus. Auf jeden Fall ein sehr ländliches Gebäude. Ja, man merkt schon, Sachsen ist keine ebene Fläche. Bergiges Gelände. Von Hügeln durchzogen. Boah, hier kommt jetzt ein schöner großer Viadukt wieder. Einwandfrei. Ja, ob das jetzt der Hetzdorfer Viadukt war, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall. Hier sind wir mit 60 drüber gefahren. Oh, hier kommen uns gerade ein Güterzug entgegen. Ich hätte gern gewusst, wer denn vorne dran hängt. Auf jeden Fall Deutsche Bahn mit einer 145, okay. Ein sehr langer Güterzug. Passend zum Viadukt. So, 80 darf dann gefahren werden für unseren Zug. Und in den springen wir auch schnell mal wieder hinein. Leistung habe ich schon an der AFB, ich sag jetzt mal, ja, wieder vorgegeben. So, ein bisschen aufschalten müssen wir aber noch. Nun gut. So, nächster Halt, Freiberg, Sachsen. Ausstieg in der Fahrtrichtung, wo der Bahnsteig ist. So, ich glaube auch hier wird es ein bisschen arbeitsspeichertechnisch, ja, kritisch. Hier nochmal schnell zwischenspeichern deswegen. Da oben wieder das schöne britische Polizeiauto. Das ist halt einfach wirklich Train-Simulator.
Und jetzt fahren wir so langsam ins Bahnhofsgebiet ein. Auf der linken Seite finden wir dann den Bereich des Rangier- und Güterbahnhofs. Und direkt vor uns gelegen natürlich der Personenbahnsteig und Bahnhof. Mit dem entsprechenden Empfangsgebäude dann auch. Schauen wir uns gleich auch nochmal an. Also man muss sagen, wirklich vom Wagenmaterial kann man wirklich meinen, dass wir uns im Jahr 2006 befinden. Drüben DB Railgun. Und ich glaube da hinten VTG FALNS-Wagen. Oder von PKP Cargo, kann auch sein. Ah, schön. V60, BR361. Sehr schön, sehr schön. Noch halbe Müller dort drüben. Ja, genau, die Türfreigabe bei 30 Stundenkilometern. Greift auch richtig. Und dann hier links nochmal ein Regio-Swinger der Baureihe 612. Einmal anhalten bitte. Die Türen werden dann schon mal auf der rechten Seite freigegeben. So, die Türen öffnen auch zu unterschiedlichen Zeiten. So, und laut Wagenbezeichnung führen wir hier den ICE 2064 in Richtung Dresden Hauptbahnhof über Stuttgart Hauptbahnhof und dann schließlich als Zugziel Karlsruhe Hauptbahnhof. Abfahrt. Beachten Sie bitte die VMAX von 80 Stundenkilometern auf dem Hetzdorfer Viadukt. Okay, dann wird der Hetzdorfer Viadukt also noch kommen. Die Ludmilla mit den PKP Cargo FALNS Wagen zieht jetzt auch aus. So, ja gut, hier drüben die 155er auch als ehemaliger Hochleistungscontainer der Deutschen Reichsbahn bekannt. Werden wir uns gleich nochmal ein bisschen anschauen oder machen wir einfach jetzt gleich hier weiter. Den Zug fertige ich soweit im Hintergrund ab, dass wir ausfahren können. Ah, sie ist wirklich schön geworden. Die 155 im Train Simulator. Gefällt mir wirklich gut. Gut, zur V361. Oder V60 ist sie eigentlich dann. Gucken wir jetzt nicht hin. Türen werden bitte geschlossen. Und dann geht's los. Na gut, wir sollten mal noch schauen, ob denn auch wirklich alle Türen tatsächlich zu sind. Und dass uns hier auch kein blinder Passagier auf der Fahrt begleitet. So, Fenster zu, Verriegelung rein. Links ist noch offen, soll auch so sein, denn wir möchten ja schließlich Lugi-Lugi machen und rausgucken. Wir verabschieden uns vom Bahnhof Freiberg. Lassen auch hier den Regio-Swinger zurück. Und hier kann ich es jetzt auch nochmal ganz kurz fix erklären. Also hier vorne die Kupplung ist ja eigentlich nicht so an einem Regio-Swinger vorzufinden. Im Normalfall hat die Kupplung eher ein ja so viereckiges Profil. Und das nur so nebenbei. Okay. So, wir können wieder ganz normal auf 80 hoch beschleunigen. So, bis 55 sollten wir maximal gehen. Ich glaube, danach setzt dann irgendwann der Radstopp ein. Okay, das Fenster ist schon zu. Die 80 haben wir vernommen.
hier rechts und links schön die Häuserzeilen. Wahrscheinlich noch entsprechend hier Ortsgebiet. Ja, ich glaube, wir fahren hier mit der 101er gerade in eine leichte Steigung ein. Das ist überhaupt kein Problem für die. Das Einzige, wo ich weiß, dass die Lok Probleme macht, ist an Steilstrecken, was ja, AFB-Geschwindigkeits- und Zugkraftsregelungen angeht. Wenn man da zum Beispiel auch mit etwas längeren Personenzügen oder ja, schweren Güterzügen eben hineinfährt, dass die dann eben, wenn man wirklich zu viel Leistung aufschaltet, ja, dass da eben zum Radstopf kommt. Vom Lokomotivhersteller wurde eigentlich angegeben, dass die Lokomotive das durch Rechnersysteme automatisch ja, verhindern soll. Ja, aber zum Makroschlupf kommt es dennoch, also wirklich Schlupf im leichten, ich sag jetzt mal, also zu einer leichten Schlupfausprägung. Und ja, so ganz hat man das nicht in den Griff bekommen. Also wir können es nachher mal kurz aufzeigen, ich weiß es nicht, bei 100 Stundenkilometer, gut, wir fahren bergab. Aber wenn wir mal dann Leistung auf 100% hoch, ja, hochschieben, dann könnten wir es eventuell bemerken. Aber ich glaube nicht, da, wie gesagt, hier ein leichtes Gefälle vorherrscht. Aber wir schauen. Wir sind da optimistisch und mal gucken. So, 100. Sobald der Zug mit seinem Ende hintrüber weggefahren ist, können wir die Geschwindigkeit dann ausfahren. So, probieren wir es aus. Ja, man hört's. Ganz leicht kommt es zum Vorschein. Und das war eben ja, das gerade angesprochene Phänomen, was man eben nicht so ganz in den Griff bekommt. Bahnhof Kleinschirmer. Ja, hier sieht man eben auch noch relativ viele Bahnübergänge. Wird eben mittlerweile auch versucht, immer mehr zu umgehen durch eben Tunnel- oder Brückenbauwerke. Jetzt kam aber schon lange kein Gegenzug mehr. Ich würde mir mal wieder einen wünschen. Wir können auch spaßeshalber mal die Leuchtmelder-Prüfen-Taste betätigen. Oder ging das überhaupt in der 101er? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, scheinbar nicht. Aber der Leuchtmelder-Prüftaste Stör ist eigentlich vorhanden. Es ging doch mal, oder? Oder vielleicht in einer anderen 101er-Version. Virtual Railroads hat ja, wie gesagt, nicht nur 101er entwickelt. Es gibt ja einmal die in Metronom-Version. Dann gibt's, ich glaube, eine normale Expert-Line. Und dann gibt es eben nochmal eine als ICE-Metronom-Version, also vom ehemaligen. Ich weiß nicht, ist das jetzt der Hetzdorfer Viadukt? Ich bin mir nicht sicher. Wir fahren jetzt einfach mal mit 100 drüber. Na gut. Da würde uns schon keiner die Hand deswegen abhacken.
ja auch der Hetzdorfer Viadukt, liegt in einer Kurve. Und dort wird auch, ich glaube, viel weiter runter signalisiert. Na, jetzt braucht man eben eine Ebola-Fahrplan. Das wäre dann halt gut. Ich meine, man kann jetzt hier nicht wirklich Streckenkenntnis auf. Ich weiß gar nicht, wie viele Streckenkilometer es aktuell im deutschen Streckennetz im Trainsimulator gibt. Aber bestimmt über 1000 Streckenkilometer, die da insgesamt verbaut wurden. Kann man nicht erwarten, dass man hier jeden Winkel und jede Brücke und jeden Brückennamen oder Tunnelnamen kennt. So viel wie ich da unterwegs bin, da kann ich mir auch nicht alles merken. So, ITL 185. Ja, Kesselwagen, Containerwagen und... Na, wie heißen sie? Ach, wir sagen einfach gedeckte Güterwagen und gut ist. So, zwei Schäfchen. Ziegen. Ziegen, sorry, nicht Schäfchen. Ein Hund. So, eine Dame und ein Herr. Kann ich noch erkennen. Ein schönes Haus mit Dauerbeleuchtung, wie es scheint. Zwei Autos. Ja, ist bestimmt ganz nett dort. Der nächste Fernsprecher grüßt auch mal wieder. Ich habe so das Gefühl, der Nebel nimmt langsam zu. Es zieht sich immer mehr zu irgendwie. Ja, die Birkenbäume hier, die gefallen mir richtig gut auch. Die sind wirklich sehr schön modelliert worden. Ja, was ich immer so ein bisschen schade finde an meinen Videos, wenn ich sie so aufnehme und zusammenschneide, dann sind die wirklich bei einer extrem scharfen Auflösung und auch die Bitrate, die stimmt immer. Aber wenn man das dann so auf YouTube hochlädt, dann verschwimmt leicht so das Bild. Finde ich immer richtig schade, weil die Arbeit, die ich da mal hineinstecke, damit es eben so, ich sag mal, sehr, sehr schön aussieht, geht dadurch leider eben verloren. So, auf 80 runter. Was haben wir hier dran stehen? Steht da vielleicht Hetzdorf dran? Memmendorf. Ja, Blockstelle wahrscheinlich. Hoch, andere Richtung. So, AFB 80. Ein ganz nettes Brückenbauwerk. 69, Öderan. Ja, jetzt müssten wir kurz vorm Viadukt sein. Ich meine, das habe ich jetzt schon im Video hier dreimal schon gedacht, aber aller guten Dinge sind drei. Irgendwann wird es ja mal soweit sein. Den Rest überlasse ich der AFB. So kleine Geschwindigkeitskorrekturen, die macht sie wirklich gut. Aber mit der AFB abbremsen würde ich niemals. Es ist echt, also für die Fahrgäste ist es unglaublich unangenehm. Und auch für uns als Triebfahrzeugführer. Aber ganz zu schweigen davon, dass man dann meistens unnötig weit runterbremst. Weil die AFB eben, die ist nicht zimperlich, sagen wir es mal so. Und... die weiß eben auch nicht, in welchem Abstand
kann sie jetzt geschmeidig runterbremsen. Das kann eben wirklich nur der Triebfahrzeugführer einschätzen. Mit der, sag ich jetzt mal, also angenommen, man würde in der AFB einstellen, dass die automatisch innerhalb 1 Kilometers auf, ich sag mal, die Zielgeschwindigkeit runterbremst, dann kann das in einigen Fällen eben schon, ja, zu viel sein. Wenn dann zum Beispiel verkürzter Signalabstand mal gegeben ist oder auch die Geschwindigkeitsbegrenzung eher kommt als wie, ja, im Regelfall. Es lässt sich eben nicht so einheitlich machen und deswegen hat man da der AFB mehr Leistung zugeschoben, sag ich mal, als wie sie, ja, bei bestimmten Bremsungen eigentlich haben sollte. So, aber noch von Öderan. Und jetzt bin ich mir aber wirklich sicher, hier wird gleich die entsprechende und der entsprechende Viadukt kommen. So, halt für Rangierfahrten, das betrifft uns nicht. Wir verkehren als normale Zugfahrt. Und dann wieder 100 Stundenkilometer, okay. Ja, und sowas ist auch nur in Sachsen möglich. Die können hier was, was wir nicht können. Die haben hier fliegende Büsche. Soll es hier geben? Hier nochmal. Da werden wahrscheinlich Drohnen reingebaut und dann entsprechend wird ein Busch draufgesetzt. Die Büsche sind dann portabel und können eingesetzt werden, wo man möchte. BK Breitenau. Das wundert mich jetzt, dass man solche Gleisbögen mit 100 durchfahren darf. Da hatten wir teilweise hier größere Kurvenradien, die wir langsamer durchfahren mussten. Kann natürlich auch Transmutator streckenbedingt sein, dass man hier sich einfach vielleicht mal versehentlicherweise nicht an die Kurvenradien gehalten hat. Was, 20? Ach, das wird jetzt der Hetzdorfer Viadukt sein. Wir fahren weiter mit 80 gleich. Wir schauen mal nach. Ja, das ist der Hetzdorfer Viadukt. Wir fahren mit 80 gleich. Ich weiß gar nicht, ob der... Ist der Bereich mit Geschwindigkeitsprüfabschnitten oder ähnlichem gesichert? Also wir halten uns jetzt einfach an die Aussage des Szenarios und fahren hier mit 80. Wehe dem Szenarioersteller, wenn das nicht stimmt. Hetzdorf, okay. Also dann kommt hier auch der Hetzdorfer Viadukt. Mit 80 das rüberdonnern. Oh mein Gott. Bitte steh uns bei. Mache ich auch nicht jeden Tag. Geschwindigkeitsübertretungen von mehr als 60 Stundenkilometern. Ja, und die liebe 155 muss ich hier leider an die Vorgaben des Spiels halten, darf hier entsprechend nur mit 20 Stundenkilometern hin drüber sausen, wenn man das überhaupt hin drüber sausen nennen kann. Naja, das müsste der mitunter größte Viadukt hier auf dieser Strecke sein. Aber da hätte der Szenarioersteller ruhig mal an der Strecke ein paar Änderungen vornehmen können, zumindest szenariobedingt, und hier eine 80er-Tafel aufstellen können, sowie den entsprechenden Gleisbereich. Den kann man nämlich im Editor auch dann für 80 Stundenkilometer freischalten.
quasi so entsprechend umkonfigurieren können. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man so nebenbei auch ein bisschen Szenarios erstellt, dann kennt man sich mit sowas irgendwo doch aus. Na gut, aber es ist ja trotzdem relativ realistisch gehalten worden. Und ich frage mich, wieso die AfB einfach nicht eingreift. Jetzt. Hat jetzt mal wieder so einen kleinen Stupser gebraucht. Da gibt es einfach manchmal so Momente, da stellt die sich irgendwo inaktiv. Ich hoffe natürlich nur hier im Transmonator. Aus der echten 101er kenne ich das Problem eigentlich nicht. Habe ich auch noch nichts von gehört. Die soll relativ vernünftig sein. Die 101er müsste ja, ich glaube, von Adtrans gefertigt worden sein. Bestimmt wieder in Kooperation mit Siemens. Steht denn irgendwas draußen dran? Schauen wir mal. Nee, lese ich jetzt nichts von. Gut, dann möchte ich es auch nicht behaupten. Aber ich habe da sowas im Hinterkopf. Und wir können uns ja mal im Führerstand umschauen. Vielleicht steht es dort irgendwo. Wenn man das Logo mit einbauen durfte. Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Soll öfters auch mal vorkommen. Ja, ich lese es jetzt nicht oder ich übersehe es einfach nur. Bin vielleicht einfach blind wie ein Maulwurf. Was ich mal nicht hoffe. Und ja, wir müssen auf jeden Fall runterbremsen auf 60. Ja, 60 Stundenkilometer eingehalten, Signal ist auch grün. Wie weit ist es denn noch bis Karl-Marx-Stadt Hauptbahnhof? Hier droht nochmal heutiges Chemnitz. Sind wir noch zu 13, gell? Ja, 13 Kilometer waren es. Wobei ca. 13 Kilometer ist schon genau. Nochmal nicht einsteigen. Na, die Regiosmänner sind wohl heute gesperrt. Aktuell hier Bahnhof Flöha. Okay. Mich würde auch tatsächlich interessieren, ob die Streckenausstattung so alt, ja, oder altmodisch, sage ich jetzt mal, ist. Ich meine, dass wir hier HL-Signalsystem haben, ist klar. Eigentlich auch normal. Aber was so die anderen Signaltafeln noch angeht, ob man da nicht schon mittlerweile auf neuere umgestiegen ist. So, 100 dürfen wir fahren.
Ja, und diese relativ ruhige und stille Gelegenheit möchte ich auch einfach nochmal ganz kurz nutzen, um den Unterstützern des Kanals wieder mal zu danken. Vielen Dank für eure ja, relativ rege und aktive Spendenfreudigkeit. Hat in letzter Zeit wieder sehr weitergeholfen. Unter anderem konnten wir ein oder zwei Lokomotiven sogar von Virtual Railroads dadurch finanzieren. Vielen Dank an der Stelle. Und ja, wenn sich jemand dazu hingezogen fühlt, den Kanal ein bisschen finanziell zu unterstützen, ja, die Summe spielt eigentlich keine Rolle. Allein der Wille zählt und die Umsetzung. Ja, der kann das gerne tun. In der Videobeschreibung befindet sich jedes Mal ein PayPal-Link. Wer da über PayPal verfügt, kann da gerne über, ich glaube, Donation Tracker oder auch direkt über PayPal ja, einen Spendenbetrag seiner Wahl zur Verfügung stellen. Und in der Regel darf man sich dann auch einen Szenario-Wunsch äußern. Und insofern es da ein vernünftiges Szenario gibt, das ist natürlich die Bedingung. Und dass in dem Szenario auch immer alles glatt läuft. Es gibt einfach Szenarien, die enden, mal mitten während der Fahrt. Die werden dann natürlich nicht unbedingt gefahren, aber insofern dort alles vernünftig verläuft und auch das Rollmaterial soweit in Ordnung ist, dann nehme ich da gerne dann von einem Spender den Wunsch entgegen und fahre das dann auch in der Regel innerhalb von ein paar Wochen. Also dann bitte auch nicht wundern, wenn das Szenario nicht sofort erscheint. Auch die manche Zuschauer, die hier teilweise Szenariowünsche haben und sich dann teilweise vorstellen, dass das innerhalb von 2 Tagen hier erscheint, das ist nicht möglich. Ich muss einfach auch, die Szenarien sinnvoll planen und dann eben abfahren. Aber wie gesagt, wer da Interesse hat, ein bisschen einen kleinen Betrag zu spenden, ganz gleich wie groß, der bekommt in der Regel auch die Belohnung, dass er eben ein Szenario seiner Wahl auf dem Kanal im Video sehen wird. Okay, noch gute 8 Kilometer. Da lohnt sich es auch noch mit den 100. Können wir entsprechend nochmal hochschalten. Ja, ansonsten, wer sich für den Transmolator interessiert, kann den gerne über den Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung bestellen. Und die Lokomotive, wie gesagt, gibt es bei VR. Das Szenario sowie die Steige sind Freeware. Und ja, sorry, gerade hier bin nochmal an die Maus dran gekommen. Das etwas lautere Geräusch gerade eben. Und weil ich auch darauf schon mal angesprochen wurde, allerdings bisher nur von einer Person, dass diejenige das Geklicke der Maus stören würde. Also ganz ehrlich, wen es stört, der soll mir entweder eine neue Maus zuschicken oder einen entsprechenden Betrag spenden, dass ich eine andere kaufen kann, aber ich werde jetzt nicht unbedingt wegen diesem einen Kommentar mir hier eine andere Maus zulegen. Zumal es einfach aus meiner Sicht das Normalste bei einer Computersimulation ist, dass man eben das Mausgeklicke hört und ich glaube, das ist auch gar nicht so laut bei euch im Video. Also wer da entsprechend ein Problem mit hat, ich habe es gerade angesprochen, wie ihr es lösen könnt, wisst ihr jetzt. So, jetzt gehe ich noch über ein paar kleinere Brücken, Feldwegsdurchlässe. Und dann sind wir auch schon unmittelbar in der Nähe von Karl-Marx-Stadt. Als erstes durchqueren wir mal wieder den Bahnhof von Karl-Marx-Stadt Hilbersdorf. Und dort werden wir auch gleich wieder das schöne Befehlsstellwerk zu Gesicht bekommen. Das ist eben als Brückenstellwerk ausgeführt. Ah, eine parallele Einfahrt mit einem Güterzug.
151er. Finde ich gar nicht mehr so schlimm, wenn die nur einmal im Szenario vorkommt. Da hat jemand HP0. Ja, einmal anhalten, lieber Kollege. Auch du in deiner Ludi 232 mit Lätzchen. Das klingt immer so, ist auch nicht so kindlich, so niedlich. Mit Lätzchen. Ja, klar, also so viele Erwachsene mit Lätzchen kenne ich jetzt nicht, die ja mit Lätzchen eben essen. Hier sieht man jetzt auch nochmal sehr, sehr schön das Befehlsstellwerk 3 Karl-Marx-Stadt Hilbersdorf. Hier eben als Brückenstellwerk. So, wir fahren jetzt in Richtung Hauptbahnhof. Links unten wahrscheinlich wieder ein Gleisanschluss für eine Firma, ein Firmengelände. Auch ein recht großer Betrieb wieder. Verladekräne. Also eisenbahntechnisch ist das hier wirklich ein, man muss sagen, ein relativ großer Knotenpunkt eigentlich. Drüben werden gerade irgendwelche Fässer verladen. Auch sehr schön gemacht. Dort, das Auto bewegt sich sogar. Echt toll. Hier Ringlokschuppen. Zwei Stück gleich mit Drehscheibe jeweils. Echt schön gemacht. Ja, und das Signal macht blink, blink, blink. Das bedeutet für uns mal wieder runterbremsen, Zugkraft raus, PZB wach sein und ja, verlangsamen. Bis zum Hauptbahnhof ist es nun nicht mehr weit, 1,7 Kilometer. Und da wir so oder so wahrscheinlich gleich Halt erwarten haben, geht es für uns runter bis auf 40. Hier können wir mal ganz kurz eine Pause einlegen. Und dort kommt auch schon das Signal. Also wirklich hier alles HL-Signalsystem oder eben Formsignale. Das ist eben auch so was Schönes an der Strecke. Also wer hier Signalbegriffe im Bereich HL-Signalsystem kennenlernen will und ja irgendwo damit arbeiten möchte, der ist auf der Strecke hier wirklich richtig. Die finden sich eben nur im Osten Deutschlands. Also im Train-Simulator fallen mir da jetzt persönlich so spontan eigentlich nur hier Strecke Freiberg-Sachsen ein. So wie Stralsund-Neubrandenburg, aktuell aber noch, ich glaube, in der Beta-Phase. Mit anderen Worten, die Strecke ist noch nicht hundertprozentig fertig. Ja, Berlin-Leipzig auf jeden Fall. Dort haben wir einige Bereiche, wo HL-Signalsysteme verwendet wurden. Hauptsächlich im oder in Richtung des Berliner Flughafens. Oder in Richtung einer der Berliner Flughafen. Berlin hat ja mehrere. So, ah, wir werden außen hineingeleitet. Okay. Und dann wäre es das eigentlich auch für heute. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch wieder sehr, sehr viel Freude und Spaß bereitet. Und umso mehr würde ich mich dann darüber freuen, wenn ihr mir das Ganze auch irgendwo reflektierend wiedergibt und mir einen Daumen nach oben gebt für das Video. Sehr schön wäre es natürlich auch, wenn ihr das Video kommentiert und vielleicht auch ein paar Worte da lasst. Am meisten freue ich mich aber meistens darüber, wenn ihr den Kanal abonniert, denn dann ist das so auch für mich irgendwo die Bestätigung, dass wir uns ja irgendwo wieder hören oder wieder sehen werden. Und deswegen würde ich euch darum bitten und klickt doch auch einfach mal die Glocke daneben an, dann werdet ihr jedes Mal darüber benachrichtigt, wenn ein neues Video erscheint. Ja, ich kann euch das Ganze nur ans Herz legen. Ich hoffe, wie gesagt, die Fahrt war entspannend und hat Freude bereitet. Und ja,
Heute war es die Baureihe 1 und 1. Mal schauen, was morgen auf uns zukommen wird. Oder besser gesagt übermorgen. Bis dahin, ja, ciao und viel Spaß noch auf meinem Kanal.